Hallo und herzlich willkommen beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute mal wieder in der Folge ein Technikthema zur Corvette C3. Zum einen über die mechanische Benzinpumpe, die in der C3 von 1968 bis 1981 verwendet wurde und wie die Scheinwerfer betätigt werden. Die werden ja über ein Vakuum betätigt. Das Ganze funktioniert über Unterdruckmembrane bei den Scheinwerfern beziehungsweise über mechanisch betätigte Membrane bei der Benzinpumpe. Und ja, ich zeige euch das mal. Wir haben jetzt hier eine 72er Corvette. Man sieht hier auf der Beifahrerseite am Motor, ich hoffe, man kann das sehen, man hat hier in dem Bereich hier unten die Benzinpumpe sitzen, also das heißt, die sitzt am Motorblock angeschraubt und wird über einen Schlüssel betätigt. Wir gehen mal ans Auto von unten und dann kann man auch sehen, wie das Ganze mechanisch gelöst wurde, dass diese Pumpe angetrieben ist. Die Pumpe pumpt dann das Benzin hier über diese Leitung nach oben und so hat der Vergaser immer genügend Sprit. Aber das Benzin muss ja erstmal hinten vom Tank nach vorne kommen und ja, das wird eben über diese Benzinpumpe gelöst. Und wie diese Benzinpumpe funktioniert, schauen wir uns mal in der Werkstatt an. So, dann schlage ich vor, wir gehen mal gerade rüber. Dann kann man sich das Ganze nämlich mal in der Werkstatt anschauen, auch nochmal von unten. Ich habe hier auch eine C3 auf der Bühne. Und bei dieser C3, also von unten, wenn man das Ganze von unten betrachtet, ist vor dem Dreieckslenker hier, sitzt hier seitlich angeflanscht die Benzinpumpe. Die ist natürlich angeschraubt, die habe ich schon mal abgeschraubt. Und diese Benzinpumpe wird hier über einen Stößel betätigt. Und der Stößel betätigt eben hier diesen Hebel. Und in der Benzinpumpe befindet sich eine Membran, die dann das Benzin von der einen Seite ansaugt und auf der anderen Seite in Richtung Vergaser pumpt. Und hier diese Benzinpumpe, die hat in den letzten Tagen hat die den Geist aufgegeben. Und ich werde die jetzt zerlegen und dann kann man das auch mal von innen sehen, wie so eine Benzinpumpe aussieht und funktioniert. So, ich habe diese Benzinpumpe jetzt hier im Schraubstock eingespannt. Da können wir die auch nochmal aus der Nähe betrachten. Das ist jetzt eine Benzinpumpe für den Rochester Quadrajet Vergaser. Die hat drei Anschlüsse. Zum einen hier den Ausgang und auf der anderen Seite den Eingang und den Rücklauf. Also das heißt insgesamt drei Anschlüsse. Es gibt diese Benzinpumpen auch nur mit einem Eingang und einem Ausgang, je nachdem, was eben für ein Vergaser verbaut ist und ob da ein Rücklauf vorgesehen ist. Der Rücklauf hat den Vorteil, dass das Benzin sich nicht so lange vorne im heißen Motorraum sammelt und dann anfängt zu kochen. Also dementsprechend ist die Variante mit Rücklauf eigentlich die bessere Variante. Aber wie gesagt, es gibt auch Vergaser, da ist das so nicht vorgesehen und deswegen gibt es da auch zwei verschiedene Varianten bei den Benzinpumpen. Die Benzinpumpe funktioniert wie folgt. Es gibt an der Nockenwelle einen Stößel und dieser Stößel wird auch von einem Nocken an der Nockenwelle angetrieben. Dieser Stößel, der sitzt dann hier und das Ganze ist so, wenn der Motor läuft, fängt dann auch dieser Stößel an zu arbeiten und drückt jedes Mal hier diesen Hebel ein Stück nach vorne. Das ist ein bisschen schwierig jetzt zu zeigen mit der Kamera in der Hand. Aber durch diese Hubbewegungen hier auf diesen Hebel wird jedes Mal ein Stück Benzin angesaugt und auf der anderen Seite wieder Richtung Vergaser gedrückt. Und hier bei dieser Benzinpumpe hat das Ganze nicht mehr funktioniert. Was häufig vorkommt, ist, dass die Benzinpumpen irgendwo undicht werden, hier an der Verpressung. Und dann hat man auch öfters Spritgeruch und ja, Sprit eventuell auch auf dem Boden. Hier sieht man das auch. Das könnte auch schon sehr gut sein, dass hier schon leichte Undichtigkeiten entstanden sind an dem Ring. Und das andere ist eben, dass sie irgendwann dann gar kein Benzin mehr vorwärts pumpen. Und ja, ich werde das Ganze jetzt öffnen und dann kann man das nochmal im Inneren genau inspizieren. Ja, ich öffne jetzt die Verpressung hier an dem verpressten Ring.
Es macht keinen Sinn. Also das Ganze, was ich hier mache, das ist nur zu Demonstrationszwecken, um zu schauen, wie die Benzinpumpe von innen aufgebaut ist. Wenn man an der Benzinpumpe arbeitet, dann schmeißt man normalerweise die alte raus und kauft eine neue. Die kosten unter 100 € und dementsprechend macht das keinen Sinn, da irgendwie noch zu versuchen, die selbst zu reparieren oder sonst was. Aber ich mache die auf jeden Fall jetzt mal auf, damit das auch andere Leute mal sehen. Und ja, derjenige, der daran interessiert ist, eben auch mal weiß, wie das im Inneren funktioniert. Ich versuche jetzt diesen Überwurfring hier zu lösen. So, der Überwurfring, der ist jetzt gelöst und dann kann man das Oberteil hier raushebeln. Und dann kommt auch schon die Membran zum Vorschein. Da sieht man eben auch, dass hier der Gummiring sich komplett aufgelöst hat und garantiert nicht mehr dicht ist. Und wenn man weit, also das wird auch der Grund gewesen sein, warum diese Pumpe nicht mehr gepumpt hat, weil hier einfach die Dichtigkeit nicht mehr gegeben ist. Und hier darunter sieht man die Einwegeventile. Das sind Ventile, die den Sprit nur in die eine Richtung reinlassen, bei der Pumpbewegung. Und wenn die dann Druck macht, dann wird es hier dicht und hier wird dann geöffnet, weil hier das Ventil lässt nur in die andere Richtung durch. Und so wird der Sprit eben immer nur in eine Richtung transportiert. Und hier oben ist das Ganze, das können wir jetzt auch noch aufmachen oder auch nicht. Verbunden mit diesem Hebel hier an der Seite und mit der Hebelbewegung wird eben hier dieser Teller mit dem Gummi immer wieder nach oben und nach unten gepumpt und dadurch zieht er eben den Sprit von hier unten einmal nach oben und wenn er wieder nach unten geht, drückt er ihn hier rein. Ja, diese Pumpen sind übrigens nicht nur bei Chevy so verbaut, sondern auch bei allen anderen Herstellern in dieser Zeit. Man hat auch bei Ford und Chrysler ähnliche mechanische Benzinpumpen. Die funktionieren alle nach demselben Prinzip. Es ist eben nur dann im Detail von den Anschlüssen und von der Bauform ein bisschen anders das Ganze, aber vom Grundprinzip sind die alle gleich. Deswegen gilt das, was ich hier jetzt bei der Pumpe eben gesagt habe und gezeigt habe, eben auch für andere Hersteller. Und die Pumpe sieht bei Chevy auch bei den Trucks und anderen Pkw-Modellen genauso aus, also nicht nur bei der Corvette. Ja, und das zweite Thema heute sind die Vakuum-Actuators von den Scheinwerfern bei der Corvette C3. Da ist das ja bei der Corvette spezifisch, dass die Scheinwerferklappen eben durch ein Vakuum aufgezogen werden und die werden auch häufig undicht und funktionieren dann nicht mehr. Man kann an diese Actuators hier über diesen Spalt rankommen unter der Corvette. Da kann man dann den Scheinwerfer nach oben klappen und dahinter befindet sich dann hier dieser Actuator. Ich denke mal, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so einfach sichtbar. Aber auf jeden Fall kommt man da dran. Ich habe schon mal einen rausgenommen. Der befindet sich jetzt hier. Die sehen dann, wenn die ein bisschen länger im Auto waren, so aus. Da gehen zwei Vakuumanschlüsse dran. Einmal hier. Und einmal hier. Und je nachdem, wo das Vakuum anliegt, öffnet oder schließt sich dieser Scheinwerfer, weil diese Stange hier bewegt wird. Und da ist es häufig so, dass auch diese Gummis bzw. die Membran im Inneren undicht wird. Hier dieser Gummi hier außen, das ist ein Staubschutz. Der ist dafür da, damit kein Staub und Dreck hier an dieses eigentliche Gummi, was zur Abdichtung gedacht ist, drankommt. Und dieses Gummi gibt es auch im Austausch. Da gibt es so ein komplettes Set. Da ist die Staubkappe dabei und eben auch hier dieses Gummi. Und das Ganze kann man wechseln, damit, wenn hier Vakuum verloren geht oder es zischt, eben auch eine Reparatur stattfinden kann. Man kann allerdings auch so eine komplette Dose neu kaufen und dann eben eins zu eins tauschen. Muss man selber entscheiden. Manchmal kann man die noch retten, manchmal eben auch nicht.
Hier in dem Überholsatz ist von Corvette America zum einen die eigentliche Dichtung neu drin und der Sicherungsring und der Staubschutz auch in neu, hier der alte. Und das Ganze wird jetzt hier drauf montiert. Der Haltering wird mit so einem Schraubenzieher dann hier an der Kante aufgehebelt. Dann kann man den abnehmen. Und dann kann man hier das Gummi auch entfernen. Und meistens ist dann hier in dem Gummi irgendwo schon ein Riss drin, weil der ja auch jedes Mal, wenn der Scheinwerfer auf und zu geht, sich bewegt. Und besonders wenn das dann älter geworden ist, dann reißt das ein und dann kann hier das Vakuum nicht mehr gehalten werden. Und dann entweicht hierüber die Luft. Es kann aber auch sein, dass die Membran hier im Inneren gerissen ist. Dann macht das auch hier keinen Sinn mehr, den zu überholen. Dann kauft man einfach einen neuen. Aber das hier ist die günstige Variante. Hier sieht man aber auch, hier kann man schon den Fehler sehen. Und zwar hat sich hier unten auch schon der Gummi aufgelöst und ist gerissen. Und dementsprechend wird die Reparatur hiermit auch funktionieren. Wenn man das Gummi dann montiert hat, wird das Ganze hier über diesen Sicherungsring wieder gesichert. Und man kann mit einer solchen Vakuumpumpe das Vakuum vom Motor ersetzen und imitieren. Und jetzt mit einer solchen Vakuumpumpe, wenn ich die jetzt anschalte, hier die Funktion testen. Wir haben jetzt hier am Schlauch Vakuum anliegen. Das hält jetzt hier an meinem Finger. Und man kann jetzt mit diesem Vakuumschlauch, wenn man jetzt hier dran geht, das Ganze mal festhalten. Das ist ein bisschen schwierig jetzt mit einer Hand. Und zwar wird jetzt da der angezogen und über die andere Seite wird er wieder nach außen gedrückt. Also das heißt, hier ist die Funktion wieder gegeben. Wenn man dann kein Zischen mehr hört und den Schlauch auch ordentlich hier drauf stecken kann, was ich jetzt mit einer Hand nicht so machen kann, dann kann man auch nochmal hören, ob irgendwo etwas zischt und noch was undicht ist. Aber hier in diesem Fall hat das Ganze funktioniert. Und man kann jetzt hier noch den Staubschutz wieder montieren. Kommt jetzt hier oben drüber. Und dann hat man wieder eine voll funktionstüchtige Vakuumdose für die Scheinwerfer. Ja, das war's für heute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal in der Vorortlounge. Ciao.